Ja, hallo, das ist also die evangelische Kirche von Sulzbach-Rosenberg und ich begrüße euch zu einem kleinen Special hier vom Altstadtfest Sulzbach-Rosenberg. Ich bin gerade jetzt an der Stadtmauer und da drüben, da ist der Kirchturm. Den können wir jetzt dann, habe ich heute besichtigt und wie es da war, das schauen wir uns jetzt mal an. Aussicht über Sulzbach-Rosenberg, ja wunderschön, ich befinde mich jetzt gerade auf dem evangelischen Kirchturm. Herrlich, der Blick rüber zum Schlangenberg, zum Annaberg. Katholische Kirche, Kindergarten St. Marien. Da unten die Bierbrauerei vom Altstadtfest. Und da die berühmte Walter Höllerer Realschule von oben. Ja, da unten. Altstadtfest, Sulzbach-Rosenberg, wunderbar. Die Real, das Gymnasium, also da hinten das Grüne, das ist das Gymnasium mit dem wunderschönen grünen Anstrich. Ja, und hier noch die Stadtmauer und da hinten. Ja. So, die Orgel hier mit 3200 Pfeifen. Und hier, da sind dann auch immer unsere Schulgottesdienste. Mit Rechtschreibfehler. Ja, so war es heute in der Kirche und jetzt bin ich hier an der Stadtmauer und da unten da tobt der Bär, da ist ein Mittelaltermarkt und da kann man natürlich mal reinschauen, jetzt überall die Marktbuden und gestern Abend war da sogar eine kleine Feuershow und ja, hätte gesagt, damit ihr seht, wie es da war, das können wir uns ja jetzt mal anschauen. Fans von Herr Peter erklärt, es ist wieder so weit, ich bin jetzt am Altstadtfest, das war das Feuerspektakulum, super Ding, super Show hier, kommt vorbei, schaut euch an. Frei und frei.
Ja, so war es hier gestern Abend, die Feuershow da an der Stadtmauer hier. Super organisiert auch da dieses Lager vom Stieber-Fanlein mit ihrer ersten Vorsitzenden, der Tanja Weiß. Also da haben sie wieder tolle, tolle Sachen auf die Beine gestellt. Und ich laufe jetzt da halt noch ein bisschen rum und schau mal, was ich heute noch so erlebe. Also es bleibt spannend hier am Altstadtfest hier in Sulzbach. Ja, jetzt hier Haupttreiber am Mittelaltermarkt, überall Gewandete. Ah, hier die Schmiedenjungs. Richtig was los hier. Super toll, also wirklich großartige Leistung vom Stieber-Fanlein, dass sie immer das da auf die Beine stellen. Also das ist wirklich top. Ist immer wieder sehr schön hier am Mittelaltermarkt vom Stieber. Sonst sind da auch immer die Feuerspucke im Hang. Das ist immer ein Riesen-Event. Das fällt dieses Jahr leider aus wegen Corona, die Feuerspucke. Die sind dann immer da oben. Ja, und wie das dann ausschaut, wenn sie da alle da oben stehen, das können wir uns ja mal anschauen, weil vor 3 Jahren beim letzten Altstadtfest, wie es noch war, da sind die immer da im Hang und das ist immer genial. Das schauen wir uns mal an. Also jetzt hier die Feuer. Papa macht ein Video von der Feuershow. Schön, gell? Sehr interessant hier, schön. Also wirklich, wirklich toll hier an dieser Stadtmauer, das neu saniert da hier, lauter Gewandete. Ja, die Vorsitzende, die Tanja Weiß vom Stieber-Fanlein hier, die ist richtig glücklich, dass es jetzt wieder so ein schönes Wetter ist und ja, wirklich, wirklich toll. Ja, und da spielt nachher dann sogar die Band hier, Top-Mittelalter-Musik heute. Die Birgener Musikanten. Wahnsinn, was für ein Wochenende. Wir haben es überlebt. Das Altstadtfest in Sulzbach-Rosenberg ist vorbei. Das war ja wieder ein legendäres Wochenende hier. So viele Menschen, man hat gemerkt, die Leute haben es gebraucht nach diesen ganzen Corona-Auszeiten. Auch ich war ein paar Mal dort. Ja, da um mir wird jetzt alles sauber gemacht, wo ich jetzt gerade durchlaufe. Da war richtig was los am Altstadtfest. Kehrmaschinen, sie laufen, ich hoffe, man hört mich auch. Und da rechts jetzt, da geht es dann los, immer das Altstadtfest mit den feierlichen Eröffnungsworten vom ersten Bürgermeister, dem Herrn Köth. Und die ganzen Stieberer und so, die stehen da alle immer auf dieser Treppe da. Also das ist wirklich toll. Jetzt wird da alles aufgeräumt wieder. Und ja, falls ihr euch jetzt mal fragt, hey, wie war denn das da? Wie schaut es aus, wenn da richtig was los ist auf der Treppe? Zeigt euch mal einfach Impressionen von diesen feierlichen Eröffnungen des Altstadtfests, die da auf dieser Treppe stattgefunden haben. Und jetzt die letzten Spuren werden schon alle beseitigt da. Also unglaublich. Kann man sich gar nicht vorstellen, was hier da an dieser Stelle am Samstag nachts um 1 los war. Also da war fast kein Durchkommen mehr. Und jetzt ist alles wieder vorbei. Ja.
Ja, aber jetzt schauen wir uns mal diese feierlichen... Herzlich willkommen, seit 2019 nicht mehr, aber herzlich willkommen zum 44. Altstadtfest. Und ich begrüße Sie, begrüße euch an dieser Stelle ganz, ganz herzlich und ich begrüße auch unsere Gäste aus nah und fern, dass sie zum Feiern nach Sulzbach-Rosenberg gekommen sind. Ich möchte fast sagen, so wie es in einem Liedtext gesungen wird, gut wieder hier zu sein. Ja, hier sehen wir jetzt das berühmte Schloss von Sulzbach-Rosenberg. Und auch mit dem Schloss gab es was Tolles am Altstadtfest. Da war eine Schlossführung geführt an uns der Günther Haller, der Knorr von Rosenroth von Sulzbach. Und ja, da dürfen wir mal durchs Schloss laufen. Das ist ja ein Krach hier, ein Lärm. Ja, und da schauen wir doch mal jetzt rein, wie es da in dem Schloss war bei dieser Stadtführung. Also da im Schloss. Schlossführung mit dem Knorr von Rosenroth. Jetzt bin ich gerade im großen Saal. Da, so ist der Blick aus dem großen Saal raus. Den Bergfried. 1188 ist da übrigens das Grafengeschlecht ausgestorben, habe ich jetzt gerade gelernt. Und jetzt gehen wir raus wieder in die Hitze. Ja, gescheit warm draußen. Ja, da nochmal hier. Der Bergfried. Die Reste. Turm. So hat das mal ausgeschaut. Da. Ja, so sah der Turm früher aus hier. Jetzt ist da nichts mehr. Stimmung beim Fuchsbeck. Ja. Ja, hier im Hintergrund, da ist die Bühne am Luitpoldplatz. Unvorstellbar. Also ich war gestern, war ich ungefähr da gesessen, wo die Taube ist und aufpickt und habe mir Austria 7 angehört. Ja, jetzt ist da schon alles aufgeräumt. Also Respekt mal an alle Aufräumarbeiter, alle Helfer, die dafür sorgen, dass es da alles wieder weg ist. Ja, und Austria 7, das war dann das Finale vom auch wunderschönen Altstadtfest. Und ja, was die so spielen, die spielen so österreichische Lieder, war wirklich richtig, richtig toll. Und ja, schauen wir uns halt noch die letzten Hits mal kurz an. Und dann war es das auch schon wieder mit meinem tollen, tollen Video vom Altstadtfest. Ein paar Impressionen. Also wenn ihr da mal seid, liebe Fans von Herr Peter, erklärt euch die Heimat, dann schaut da mal vorbei. Also es ist wirklich mein Lieblingsfest hier in Sulzbach, das Altstadtfest. Also ich kenne da auch sehr viele Leute und überall muss ich grüßen und stehen bleiben und dann ein Wasser trinken und so. Ja, war schon hart. Aber jetzt muss ich los. Jetzt muss ich leider Richtung Schule, weil da ist jetzt was ganz Hartes für die ganz Harten. Dann, da ist jetzt Mathe-Abschlussprüfung und da gehen wir jetzt hin hier. Ja, und jetzt natürlich erst noch Impressionen von Austria-Zeppen. Schön, dass ihr zugeschaltet habt und vielleicht sieht man sich ja nächstes Jahr auf dem Altstadtfest hier, wo jetzt wieder alles sauber ist. Wahnsinn. So, dann gehen wir da in den Berg runter.
So ist es hier gewesen am Altstadtfest Sulzbach-Rosenberg. Ich persönlich fand es mal wieder richtig schön, dass da die Kinder und alle anderen auch mal wieder raus konnten. Und jetzt hier natürlich die schöne Blumenrabatte da. Und dann sind hier die letzten Aufräumarbeiten im Gang. Und ich fand wirklich, das war mal wieder ein gelungenes Fest. Ja, schön, dass ihr ein bisschen mit zugeschaut habt, was da so passiert ist. Ich meine, klar, alles kann man da jetzt nicht zeigen, das muss man sich selber anschauen, aber es ist wirklich, kommt da mal her, es ist ein super Fest, also das Altstadtfest. Und dann ist da alles voller Leute, also das ist wirklich hier legendär, gell? Also kommt da mal vorbei und schaut euch das an. In diesem Sinne, ja, wünsche euch jetzt noch eine schöne Zeit und ja, vielleicht sehen wir uns ja nächstes Jahr bei diesem super Altstadtfest da in Sulzbach-Rosenberg. Ja, und da hinten, ne, alles wird aufgeräumt, Wahnsinn. Schon wieder alles weg. Ja, in diesem Sinne schauen wir uns noch ein paar Blümchen an. Ist ja auch immer sehr schön da angelegt. Und da, das ist auch irgendwann aufgeräumt und dann ist es genauso weg wie dieser Fuchsbecklaster. Der auch, Fuchsbeck, ja, hat auch sehr, sehr gutes Bier gehabt am Altstadtfest. Ja. Habe ich auch eins davon getrunken. Ja. Ja, jetzt habe ich noch was entdeckt. Also das will ich euch natürlich nicht vorenthalten, da jetzt hier an dieser Stelle. Also das ist ja Wahnsinn. Also da haben sich Bänke verselbstständigt und sind hier den Berg runter. Also das ist unglaublich. Also das habe ich noch nie gesehen, dass da Bänke flüchten und den Berg sich verstecken, damit sie nicht abgeholt werden, damit sie dann vielleicht gleich wieder schnell beim nächstes Jahr beim Altstadtfest sind. Also hier Bänke am Rangen, also was das zu bedeuten hat, das weiß ich nicht. Waren bestimmt wieder so komische, coole Jugendliche, die jetzt, oh, ist mir fast hingefallen. Hilfe, Hilfe. Ja, aber Mai ist hier rutschig an die Bänke, die haben sich da bestimmt auch versteckt da vom Altstadtfest. Da. Also manches kapiert kein Mensch, muss man nicht verstehen, muss man nicht verstehen. Aber was ich jetzt natürlich verstehe ist, dass ich jetzt wirklich in die Schule muss, weil dann ist da bald Abschlussprüfung und es war wirklich, wirklich toll, dass ihr da jetzt mal zugeschaltet habt und schaut euch das einfach live an. Schaut es euch live an, nächstes Jahr wieder Ende Juni, Altstadtfest, Sulzbach-Rosenberg, kommt daher, unterstützt die Vereine, da lasst ihr Geld dort, also ich habe das gut unterstützt, glaube ich. Und ja, also guckt euch das live an, weil das kann man live gar nicht so richtig beschreiben, wie es live ist, gell, jetzt hier in Worten oder so. Ja, ja, genau. Ja. Schön.